Das feiere ich. Wenn das mit ZIP ist, finde ich es cool. Aber wieder 1400 Euro, Leute. Der Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, liebe Leute, da beim letzten Shopping-Stream einige Dinge dabei waren, die einfach nicht gepasst haben. Upsi. Wie zum Beispiel eine Off-White-Hose, die einfach keine Hosentaschen hat. Wo willst du denn da dein Handy einstecken? So für Badehose und Short gleichzeitig einfach ungeeignet. Klar ist da hinten so eine Tasche mit Zip, aber einfach unpraktisch. Habe ich natürlich wieder manches zurückgeschickt und somit, was muss man machen? Naja, ich habe ein bisschen Bargeld. Das Geld wird nicht gespart, sondern das war für Shopping da und deswegen gibt es nochmal einen Shopping-Stream. Es wird zukünftig, ich glaube auch heute, ja auf jeden Fall heute noch, ein Foto kommen mit ein paar der Pieces, die ich gekauft habe. Das seht ihr auch, wie ich das Ganze kombiniere. Also schaut auf jeden Fall auf Instagram vorbei und jetzt viel Spaß beim Shopping-Stream mit den Dingen, die ich gekauft habe. Let's go. Aber prinzipiell habe ich überlegt, das wegzuschicken. Aber ich wette, das ist einfach dasselbe Stoff. Und wie viel kostet das? Sicher mehr. 480, ja vergiss. 500 Euro für so ein dünnes Shirt, vergiss, safe nicht. Okay, interessant mit diesen bunten Fenstern. Ich finde diese Waschungen eigentlich ganz nice, Freunde. Ich finde es... Oh mein Gott, was ist denn da los? Wer rennt mit so einem Shirt herum? Also teilweise kann ich die Mode halt gar nicht verstehen, Leute. Philipp Lein, da ist dieses Shirt von der Mystery Box, aber das ist mir zu kindisch. Das finde ich eigentlich nicht schlecht. Das finde ich eigentlich ganz nice. Da wäre halt der Fit interessant, weil das ist so extrem lang. Was meinst du zu dem? Ich finde das eigentlich ganz cool. Schmerzen. Ich kenne die Marke nicht. Aber ich finde das Shirt cool. Der Fit ist ja mal was ganz Eigenes. Da ist der Schulterschluss, aber die Schulter ging bis ganz runter. Was meinst du hier, Leute? Ich gebe das mal, ich markiere das mal. Rick Owens, Dark Shadow. Finde ich schlecht, ich markiere das mal. Geil, okay, viele schreiben geil, 8 von 10. Nee, zu viel Text, ja, das stört er nicht, muss er ja nicht durchlesen. Das fühle ich eigentlich. Ich glaube, dass der Kragen safe sehr nice ist. Ich kenne die Marke auch gar nicht. Vaquera oder Vaquera. Ah, okay, am Backprint ist jetzt nochmal einfach spiegelverkehrt. Aber fühle ich, finde ich irgendwie cool. Vaquera heißt die Marke. 266 Euro. Ich kenne die Marke halt nicht, aber ich glaube, dass der Stoff ganz nice ist. Der Fit ist halt extrem oversized. One, da gibt es nur eine Size. Die machen sich's halt auch immer leicht. Ich verstehe halt nicht den Sinn davon, wenn es nur eine Size oder nur zwei Sizes gibt. Das verstehe ich halt nicht. Das fittet ja dann bei jedem anders. Also das habe ich, das kann ich halt gar nicht verstehen. Ich markiere es trotzdem mal, weil ich es cool finde. Das werde ich mal holen. Kann ich gleich mal markieren. Ich feiere immer noch dieses böse Shirt von Vetements. Das ist halt auch extrem oversized. Das feiere ich immer noch, Leute. Das finde ich immer noch cool. 384. In meiner Größe wäre es ein M, letzter Artikel. Ja, Miri, da gefällt mir der Fit einfach nicht. Ralph Lauren auch nicht mein Fall. Das finde ich ganz cool von Paul Smith. 200 Euro, so ein Shirt. Aber don't know, muss nicht sein. Zu sehr an Bose angelehnt, das ist ja der Witz an der Geschichte. Der Witz an der Geschichte ist einfach, dass sie das Bose-Logo nehmen und Böse draus machen. Das ist der Witz an der Story. Das macht Vetements gern solche Geschichten. So ähnlich wie mit den Polizeidesigns. Hardy hat dieses Polizeidesign, so eine Jacke davon, um keine Ahnung, irgendwas 1500 Euro bei Amicis gekauft und die Polizei hat ihn angehalten und gesagt, es ist verboten und bla bla bla. Sauwitzig einfach. Burberry fühle ich prinzipiell nicht die Marke, aber ich finde, das Logo geht klar. Aber Fit, okay. Fit, das ist halt eher enger, das müsste ich halt oversized bestellen. Was meint ihr zu dem? Die Ärmel sind mir schon fast zu kurz. Der Fit ist, glaube ich, nicht so nice, das müsste ich echt oversized nehmen. Weiß ich nicht, für 320 Euro ist mir noch ein bisschen zu wenig. Sagt sie auch, na. Das kostet zum Beispiel nur 290 und das würde ich noch eher feiern, aber auch nicht unbedingt. Marcelo Boulin für 190 Euro, T-Shirt mit grafischem Print, das finde ich eigentlich ganz nice. Das finde ich nicht so schlecht. In Large wird es noch einen Artikel geben. Okay, passt, das markieren wir mal, oder? Gut, Heron Preston fühle ich nicht. Was meint ihr zu Heron Preston? Ada Aero habt ihr mir empfohlen. Das Shirt mit dem Raumschiff kostet halt nur Hund. Nur. Nummer 1 und Nummer 2. Ja, da werde ich Nummer 2 brauchen wahrscheinlich. Was meint ihr zu dem? Wie viel von 10? 10. Okay, er sagt 10. Passt, Leute. Kann man schon mal machen eigentlich, oder? Ihr feiert einfach die Marke, habe ich das Gefühl. Ihr schaut jetzt gerade gar nicht so aufs Design, sondern ihr findet halt die Marke. Haben die da einfach am... Okay, die haben da quasi noch so die Naht hervorgehoben.
Nummer 2 ist meist M. Ja, dann passt mir Nummer 2. Finde ich gut. Wird markiert. Wie viele Sachen? Wir haben schon 6 Sachen markiert. Na, servus. Givenchy. Saint Laurent. Na. Wozu sollte ich 300 Euro zahlen, wenn das so minimal da oben steht? Das verstehe ich auch bei Represent nicht. Weiß ich nicht. So Basic Shirts kann ich mir einfach von günstigeren Marken auch holen. Root, wie gesagt, kann man empfehlen. Das kostet aktuell nur 160. Nur. Moncler, nein. Kenzo, nein. Adidas. Wer bestellt sich um 32 Euro ein Shirt auf Farfetch von Adidas? D-Squared, nope. Stussy, nope. Das ist, glaube ich, von Gucci. Nein, von Root. Sugarland. 235. Stoff ist halt Baba bei Root. Oh, ah, das haben wir eh schon mal gesehen. Das hat halt dieses Peso-Ding so ein bisschen am Rücken. Wir wollen ja jetzt nicht sagen, wer es als erster hatte. Keinen Plan. Aber das ist einfach eins zu eins die Schlange, die Peso hatte, oder? Mit diesen Skeleton. Aber finde ich sehr nice. Ich glaube, das markiere ich. Weil für 235 und ich war schon mega begeistert von dem ersten Root-Shirt, markiere ich safe. Das finde ich ja mal nice. Also das finde ich mega cool, Freunde. Das sind so quasi 3 Shirts in einem. Du hast so ein Stonewash-Shirt, dann hast du ein schwarzes und dann hast du noch so ein violettes. Aber es kostet halt 431 Euro. Gibt es auch nur mit einem M. Well done. Ich kenne die Marke gar nicht. Aber das finde ich sehr nice. Was meinst ihr, Chat? Schreibt es mal rein. Die haben das auch in grün. In grün finde ich es auch sehr geil. Aber das am Rand erinnert mich schon fast an dieses Van Dutch. Wer kennt es noch? Schaut einfach da am Rand 1, 2, 1, 2 aus, finde ich. Aber das finde ich cool. Nice. 10, manche meinen 1. Okay, ja, das ist halt wieder komplett was für Geschmäcker. Die haben da aus Gummi haben die so ein Ding dran. Und das ist so komplett zusammengenäht. Ich kenne das nur von Vêtements. Finde ich schon nice. Ich hau das da mal rein. Aber Leute, 1 oder 2? Dieses Lila oder dieses Giftgrüne? Ich finde das Lila besser, weil das Helle, dieses Weiße am Rand, zu sehr von den anderen abweicht und das Violette fügt sich oder das Lilane fügt sich besser in das Gesamtbild ein. Wisst ihr, was ich meine? Ich finde, wir haben sehr viele Sachen dabei von Marken, die ich noch nie kannte. Findest wirklich nice Pieces eigentlich. What the fuck? Und dann findest du wieder so einen Schrott. Das wäre wieder was für Patrick Spector. So, dieses Ding da. Ich bin auch überlegen, ob wir bei dieser... Oh, da ist noch eins von Root. Misbehave, okay. Das finde ich nicht schlecht. Aber ich weiß nicht, ob man dieses Handprinting noch nicht zu groß ist. Aber prinzipiell nicht schlecht. Für Root 235 geht eigentlich klar. Root finde ich wirklich, dass ich die Marke entdecken durfte durch diese ganze Eskalation. Ah, schon nice. Mastermind fühle ich nicht. Das ist mir viel zu überteuert. Der Kragen ist zu weit. Beim welchem? Beim vorigen? Was wir gerade angeschaut haben? Bei Root? Ah ja, weil bei meinem Shirt das Patrick Spector mein. Und ich habe es auch gesagt, ja. Ja, aber über das kann ich hinwegsehen, ganz ehrlich. Weil bei Represent sind die Kragen auch immer relativ weit, finde ich. Oha. Das finde ich nice. Das finde ich cool. Ja, gibt's auch noch in meiner Größe. Das finde ich sehr, sehr nice, Leute. Ja, wie ihr merkt, ich stehe halt auf diese etwas schlichteren Dinge. Hauptsächlich. 187, ja, nice Bewertung, Brudi. Sehe ich auch so. A cold wall. Die Hose ist nicht so schlecht. Aber das weiß ich nicht. Hose kostet jetzt 156. Stüssi fühle ich nicht so. Ah, aber die Hose ist nicht so schlecht. Was meint ihr, Leute? Aber das ist mir zu sehr Badehosenoptik. Ja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, Leute. Da ist mir dann schon wieder zu schlicht. Und teilweise einfach so diese Jacken verstehe ich halt sowieso nicht. Das ist gar nicht mein Fall. Das ist mir zu sehr, wozu soll ich sowas anziehen? Da denkt sich jeder, what the fuck? So von den normalen Menschen her. Und ich denke es mir auch so. Also wenn es zu sehr von der Praktikabilität abweicht. Oh, Leon hat 1 Euro raus. Deine Meinung zu Supreme in letzter Zeit? Glaubst du, die Sticker habe ich umsonst runtergeben? Ah, der Aero, schauen wir mal. Das Shirt haben wir ja schon markiert, finde ich nice. Okay, sehr... aber was die, wie die teilweise da kombinieren, die Models, verstehe ich halt auch gar nicht. Da beißen sich... Soll das abgestimmt sein? Ja, okay. Man kann jetzt sagen, das Giftgrün findet sich da oben wieder und das Gelb auch, aber das ist so klein am Hoodie wieder zu finden, dass das schon zu weit abweicht. Da gibt es dieses Shirt halt auch in Blau, aber don't know. Ah, der schwarze Sweater, den finde ich aber nicht so schlecht. Aber der ist mir zu kindisch. Ja, ich sag's euch, wie es ist. Da fühle ich nur dieses eine. Aber ist gar nicht mal so teuer. 156 Euro. Da haben sie schon wieder gut kombiniert. Weil da haben sie die Off-White-Schuhe mit diesem Shirt gematcht. Das haben sie gut kombiniert. Aber Shirt nicht unbedingt mein Fall, Leute. Ja. Geht schon in Richtung Palace, finde ich.
Ground Zero. Das Hemd ist nicht so schlecht. Aber 812, Bruder. Safe nicht. Na, bin ich nicht bereit, so viel auszugeben. Zeig ich dir, wie es ist. Dafür ist mir, habe ich noch keine Verbindung zu der Marke. Ist mir zu teuer, sage ich dir ganz ehrlich. Misbehave, schauen wir mal rein. Ja, okay. Als würde ich solche Schuhe tragen. Okay, der Pulli ist mega. Der ist extrem nice. Ich bin zwar kein Fan von diesen Animes, aber schaut sich mal den Back an. Okay, das ist auch nicht so mein Fall. Mit die Naht verkackt es halt wieder. Leute, was meint ihr zu dem? Clubboy Solutions. Ich finde halt die das Muster mega. Die Naht ist ein Scheiß, ja. Aber ich hau den trotzdem mal rein. Weil der kostet 230 Euro. Das ist jetzt echt nicht so wild. Das ist mal wieder Pico-Style. Das gibt es auch als Shirt. Als Shirt könnte man sich's überlegen. Ja, das ist so wie dieses Dior-Marsmännchen-Shirt, das ich ernsthaft ApoRed geholt hat. Aber witzig, das Shirt kostet 156 und der Hoodie 230. Okay. War ich auch. Der ist untergesetzt. Gibt es auch ein Sweater? Die sind aber sehr begeistert von ihrem Design. Haben die auch überall diese Nähte? Ah, ich muss schauen beim Shirt, ob das die gleiche Naht hat, weil das würde mich schon ein bisschen nerven. Aber es wird safe die gleiche Naht haben, oder? Ha, nein! Die gehen auch nicht. Den letzten Schritt gehen es dann nicht mehr. Jetzt, wenn ihr schon bei einem Piece die Naht macht, dann macht die doch bei den anderen Pieces auch. Das verstehe ich wieder nicht. Also das ist mal wieder ein Phänomen, warum man dann nicht den ganzen Weg geht. Das finde ich cool, erinnert mich so ein bisschen an Drew, aber 392 Euro, ich verstehe nicht, warum ist dieses Shirt jetzt wieder so teuer? Inklusive Importzoll, okay, verstehe. Hoodie besser Shirt. Bobby Swango ist am Start, der Bratan. Ja, Leute, weiß nicht. Aber das Shirt und der Hoodie finde ich am nicesten davon. Ich gehe jetzt mal zu Amiri, gehe mal wirklich zu Louis Vuitton. Wir waren erst bei Louis Vuitton und ich sagte, da ist nichts. Vor allem zahle ich keine 800 Euro für ein schlichtes weißes Shirt, nur weil es von Louis Vuitton ist. Ich glaube schon wieder, dass ich bei den Damen bin. Diese Chelsea Boots sind auch gar nicht mein Fall. Okay, Jimi Hendrix. Das haben sie auch als Jeansjacke. Aber den Hoodie finde ich nice, aber keine 1400 Euro. Vor allem, wenn das jetzt wieder so ein dünner Hoodie ist. Also da, okay. Freunde, jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Da sind so Knochen und Totenköpfe drauf. Aber okay, weil das seitlich, das ist drauf genäht dann. Den Hoodie finde ich aber cool. Den Hoodie finde ich aber sehr nice. Aber ich zahle safe keine 1500 Euro. Safe nicht. Ist mir zu teuer. Ja, nein, da ist mein Shirt noch das Beste, was man erwischen konnte, meiner Meinung nach. Schauen wir mal bei Palm Angels kurz. Die Schuhe sind auch gar nicht mein Fall. Der größte Rotz, oder? Die Jacke fühle ich wieder halbwegs. Ich glaube, die hat ApoRed. Aber stellt euch mal vor, die Hose mit der Jacke. Einfach wie so ein Blaumann auf Hawaii. What the fuck? Die Hose geht eigentlich auch ganz, naja, schwierig zum Kombinieren, aber ich feiere die Waschung. Ich hatte einfach so ein Shirt, das habe ich... Kennt ihr das, wenn ihr draußen die Wäsche aufhängt und dann fliegt ein Shirt runter und lässt es einfach liegen und die Sonne scheint drauf und es regnet und es wird irgendwann nur mal so ein Klumpen. Und wenn es dann aufhebt, hat es dann auch so eine Färbung von der Sonne. Beste Leben. Geldbörse, Schmetterling, ja. Das habe ich ja... Real Talk jetzt, Leute. Ich habe mir das ja in Pink geholt. Real Talk. So viele haben geschrieben, dass der Fitwank ist. Aber ich feier's. Ich find's echt nice. Ich fühle das. Palm Angels und Moncler sehe ich da nicht. Außerdem ist schon wieder, das war schon wieder letztes Jahr war das. Wie findest du lange Jeans im Sommer? Gut, zum Fortgehen. Ich zeige euch dann gleich, was wir alles markiert haben. Das wär's gewesen, aber in L viel zu groß und kommt jetzt somit in Schwarz nochmal. Ja, gibt's nicht so viel, gell? Schuhe könnten die auch mal wieder nice rausbringen. Weil die Trackrunner fühle ich nicht. Findest du, kann man noch Ripped Jeans tragen? Ja, safe. Ich trage gern Ripped Jeans. Das wird's jetzt, Freunde. Das bestelle ich mein M. Fühle ich, feiere ich. Mastercard Design, Bombe, bestelle ich mal. Ja, das Topmodel Design, was ist das? Nö. Die Jeansjacke finde ich eigentlich ganz nice. Graffiti Jeansjacke. Ich mag dieses bunte Graffiti Design. Ich habe da ja auch eine 5-6 Jacke, die ich relativ günstig, gratis bekommen habe. Kannst du halt nicht immer tragen, sondern ab und an mal. Und für 1590, nope. Zu teuer. Weiß nicht, 800, 900 will ich noch dafür bezahlen, aber für 1590, safe too much. World Food Program, so einen Schal, nope. Triple S sind lit, passen nicht zu mir, sind nicht so mein Fall. Ah, da gibt es jetzt noch das in Weiß. Ja, wenn ich das halt in Weiß kaufe, sagt jeder, ich habe es Justin nachgekauft. Was eigentlich nicht falsch ist, weil ich habe es bei ihm das erste Mal gesehen. Ah, scheiß drauf. Markieren wir es mal.
Ist er noch nicht gekauft. Ja, den Rucksack finde ich eigentlich cool. Aber der ist nächstes Jahr auch wieder out, sage ich euch. Und ein Rucksack muss man einfach, da finde ich am nicesten den Louis Vuitton Explorer, heißt der, glaube ich, oder so. Nein, das habe ich gerade abgelesen bei Balenciaga. Louis Vuitton, keine Ahnung, wie der heißt, aber so ein klassischer, echt schöner. Da ist er. Den finde ich mega. Den finde ich richtig nice, diesen Rucksack. Lass ich mal von mir aus auch noch so einreden. Aber ich glaube, in Braun ist er am schlichtesten und nicesten. Wir haben eh genug ausgegeben. Balenciaga Flanelljacke mit Reißverschluss. Ja, steht vorne Balenciaga drauf. Okay. So eher auf schlicht gehalten. Aber ich sag's euch, wie sie. Ah, die ist mit Zip. Das feiere ich. Wenn das mit Zip ist, finde ich es cool. Aber wieder 1400 Euro, Leute. Gut, dann schauen wir mal, was wir alles markiert haben. Gut. Also entscheiden wir uns zuerst mal, ob wir das Shirt oder den Hoodie nehmen sollen. Freunde, eins für das Shirt, zwei für den Hoodie.